Servusle, meine Lieben, herzlich willkommen bei der gemütlichen Runde Raft mit Voucher und mit uns am Alderle. Wir ankern vor einer Insel, Leute. Ich habe eine kleine Prioritätsliste, was ich heute machen möchte, was wir von der Insel wollen. Einmal die Kisten holen. Wir wollen auf jeden Fall die Pilze holen und die Erde und dann irgendwo eine Stelle finden, wo ich ein bisschen Metallschrott abfarmen kann, Sand und Lehm. Alles andere lasse ich stehen. Es wird jetzt wahrscheinlich auch ziemlich zügig bei uns dunkel werden. Aus dem Grund machen wir erstmal noch ein bisschen am Floß die ein oder andere Sache. Hier baut man natürlich weiter, sobald wieder genug Nägel da sind. Jetzt pass mal auf, was ich die ganze Zeit nämlich noch nicht gemacht habe. Es gibt ja bei den Werkzeugen die Schere. Die bauen wir uns jetzt. Ich brauche ein Metall, eine Scharniere, zwei Schrott. Wenn wir die zwei Schrott haben, müssen wir kurz gucken, Leute. Möglicherweise wird es etwas knapp. Ah, ein Schrott. Eine Scharniere hätte ich gehabt und einen Barren auch. Wegen einem Schrott jetzt hier rummachen? Lass mal kurz gucken. Vielleicht kann ich den zügig mit zwei Halbbissen oder so wegfahren hier. Wir müssen mal gucken, ob wir da rüberkommen. Weil, dann könnten wir unser Lama nämlich mal von der Wolle befreien. Dann weiß ich A, wie viel gibt's, wie schnell wächst die nach. Damit wir uns auch mal irgendwann diese Lederrüstung bauen können, ne? Tja, Leute, jetzt haben wir hier das Problem, dass halt der Haifisch auch noch im Mann ist, ne? Ich tauche jetzt mal runter. Ob ich irgendwo einen Metallschrott finde? Vor allem sollte ich in die Richtung gucken. Da ist übrigens der Fisch, den können wir uns auch noch rausholen, wenn wir schon hier sind. So, Leute. Ein Metallschrott und ich bin glücklich. Und im Idealfall kein Haifisch. Da vorne ist ein Metallschrott, den hole ich mir. Den und den. So, jetzt gehen wir ganz kurz Luft holen. Ich muss ja auch wieder zurück. Dann haben wir mal die Schere, Leute. Und dann gucken wir mal gleich, dass wir die Rüstung freischalten. Junge, ist es warm. Am Aufnahmetag, glaube ich, ich habe gerade geschaut, Leute. 38 Grad, ne? Das ist halt schon ein Wort. So, Haifischle, wo bist du? Und den Pufferfisch da, den muss ich auch noch holen. Scheiße, das war auf jeden Fall der Hai. Der Hai ist dabei. Jetzt müsste auch jeden Moment den zweiten Biss landen, aber wir haben rumgedreht. Haha. So, meine Lieben, jetzt kann ich die Schere bauen, richtig? Richtig und korrekt, die Schere. Jetzt bin ich mal gespannt. Lama, es geht dir an, die Wolle, mein Freund. So, ich darf dir nur den Hals schneiden. Nee, nee, Carrie. Ist es jetzt auch irgendwie. Sieht es jetzt nackter aus, Leute? Nee, ne? Ich drück mal. Ach, ich muss es. Ich muss es schneiden. Jetzt, alter Schwede. Hast du an den Beinen noch ein bisschen was? Komm, komm. Junge, eine Wolle hat's gegeben. Guck mal, wie nackig es jetzt aussieht. Aber bei der Hitze. Aber dein Buchs habe ich da angelassen, ne? Leute, da aber. Ich habe Schwitztüchle übrigens am Start heute, ist klar, ne? Junge, Junge, und das wird morgen noch heißer. Und am Freitag, wenn wir Streamle machen, wird es auch so warm. Ja, da holen wir kühle Getränke, oder würde ich sagen. So, Leute, jetzt haben wir einmal Wolle. Was ich jetzt nicht weiß, doch unten, stopp. Ah, wir haben ja aufgeräumt. Muss ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen erst, ne? Lalali, lalala, lalum. Habe ich denn die Rüstung schon freigeschalten oder müsste ich das noch tun? Guck mal, hier zum Beispiel die Rucksackerweiterung. Die braucht Leder. Die braucht eine Wolle. Die machen wir uns als erstes frei, Leute. Die habe ich schon gelernt. Nee, die kann ich nicht lernen, weil ich muss die erste Wolle opfern. Richtig. Okay. Und was haben wir hier? Das braucht jeweils eine Wolle. Dann haben wir hier nochmal eine Lederweste. Pass mal auf, ich zähle mal. Eine Wolle, zwei, drei. Vier Wolle brauche ich. Und entsprechend wahrscheinlich auch vier Leder, ne? Was sind das hier? Die Wiese habe ich ja, das ist ja alles gelernt. Ja, Leute, das sind die letzten Rezepte, die ich freischalten muss. Die kann man alle noch herstellen. Das mache ich dann nach und nach. Ich lasse die auch hier drin, dass ich es nicht durcheinander bringe. Aber das würde ich sagen, machen wir. Wir holen uns ein Leder. Weiß noch jemand, wo ich das Leder habe? Wo habe ich das Leder hingeschmissen? Ist das eventuell noch oben? Oder habe ich da hinten schon eine Kiste aufgehängt? Ja, hier sind die Sonderdinge drin, glaube ich. Ja, yeah, Leute. Ist doch alles da, was wir brauchen, oder? Schöne Geschichte. Und wie ich es vermutet habe, ist auch Nacht. So, Leute, das ist das Letzte, was man erforschen kann, glaube ich. Rest haben wir. Alles klar. Das wäre jetzt mein Ziel. Leder haben wir genug. Jetzt schere ich da oben dann immer das Schaf so lange ab. Bis, das Schaf sage ich schon. Das Lama, bis wir genug haben. Finde ich eine gute Geschichte. Nächste Frage, die sich mir stellt. Jetzt habe ich den letzten Metallschrott wahrscheinlich verballert, ne? Pass mal auf. Pass. Es hat sich aber trotzdem gelohnt. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Und was ich eigentlich auch machen wollte, ist endlich mal den Eimer herzustellen. Der wäre dann bei den Dingern hier drin, schätze ich mal. Guck mal, da brauchst du einen Schrott und einen Seil, den machen wir uns jetzt auch noch.
Ein Seil, Leute. Dann haben wir die Geschichte. Und ich würde sagen, wenn ich das hier rausnehme. Boah, war das aufgefüllt. So, jetzt haben wir es einmal. Jetzt gehen wir auch noch Ziegenmilch holen, dass wir das auch mal gemacht haben. Und dann würde ich sagen, schlafen wir, stärken uns. Und dann geht es auf die Insel, die Sachen erledigen. Das Schwein brauchen wir nicht platt machen. Leder habe ich genug. Den Haifisch machen wir auf dem Rückweg platt. Den Pufferfisch noch. Und natürlich ein bisschen Material besorgen. Jetzt pass mal auf, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid bereit. Eimer voller Milch. Den kann ich jetzt trinken, oder? Ja, der gibt auch ein bisschen Nahrung. Ja, ist ja schön. Eimer voller Milch. Leute, sehr schön. Jetzt haben wir das alles mal gemacht. Jetzt fehlt uns halt Metallschrott. Wir gehen aber ganz kurz die Insel durch und dann tauche ich außen rum. Beziehungsweise paddel außen rum. Für den Haifisch, ne? So machen wir das. Jetzt fällt mir gerade auf, das Bett steht ja mittlerweile oben. Beziehungsweise ja auf dieser Ebene halt hier. Noch mal kurze Schläferle. Schabübel. Ja, ist ja cool. Da bauen wir uns auch die Rüstung bald. Freue ich mich jetzt schon drauf. So, meine Lieben. Der Baba geht jetzt gleich auf die Insel. Ihr passt hier schön auf. Versorgt habe ich euch, so viel ich weiß. Ich muss nur den Eimer jetzt noch kurz loswerden. Den will ich ja nicht verlieren, wenn irgendwas wäre. Hier habe ich auch die Billigäxte. Die hauen wir als erstes durch. Bogen habe ich dabei, falls das Schwein uns blöd kommt. Das war's eigentlich. Wir können raus. Das Problemchen ist jetzt, wenn ich den Haifisch jetzt platt mache, den Pufferfisch hole. Ja, doch, ich kann drüben am flachen Strand, ist glaube ich leichter. Da kann der Haifisch dann leben. Dann würde ich den jetzt nämlich hier platt machen, wenn ich ihn sehe. Und dann holen wir uns den Puffi. Ei, dann holen wir uns den Puffi-Wuffi. Ich muss jetzt nur gucken, wo der Kollege hin ist, ne? Bei dem Wetter jetzt auch noch, verstehst du? Haifisch, da hinten kommt er gerade. Guck, da ist er. So, mein Freund. Ich weiß nicht, wie viele Stiche. Wow, jetzt habe ich ihn aber gut erwischt. Zweimal. Komm, dreh rum, Digga. Und nochmal. Hat er mich gehabt? Nee, ne? Dann hole ich Luft. Sicher ist sicher. Der dürfte nicht mehr allzu viele Stiche haben. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich darf nicht so unter das Floß, ne? Das war jetzt ein Fehler. Das war ein Scheißfehler. Jetzt habe ich ihn auch noch. Da vorne kommt er. Einmal mache ich ihn noch. Und dann gehe ich mal kurz raus. Wir brauchen nämlich wahrscheinlich gleich einen neuen Speer. Ich habe aber irgendwo noch einen Holzspeer. So, Alter, komm, dreh doch mal rum. Ja, dann erledigen wir jetzt den Fisch. Wer weiß, wann wir mal irgendwann Lama sehen. Da sind wir froh, wenn wir ein, zwei Schuss schon mal auf Reserve haben, weißt du? So, Alter, ich glaube noch zwei Stiche, dann bist du tot. Ich nehme mal an, dass es so ist, dass der Speer kaputt geht noch vorm letzten Stich. Komm, drehen Sie rum, kleiner Hai. Junge, ist es warm geworden wieder, ne? Das war mein Fehler. So blöd kann man aber auch nicht sein. Ich gehe mal raus, Leute. Lauter Schwallern und weggucken. Ein bisschen Konzentration. Siehst du, den nehme ich jetzt gleich mal mit rüber. Denn wenn wir brauchen, die spare ich mal auf. Hier ist noch ein Schluck Wasser drin. Den würde ich dir gönnen, mein Freund. Und den auch noch. Ah, jetzt bist du ja bestmöglich ausstaffiert hier. Ach komm, switch auf den Bogen um. Während mein Leben hochtickt, kann ich ja den Haifisch, wenn ich ihn sehe, auch mit dem Bogen machen, ne? So, meine lieben Freunde. Das wird wunderschön. Ich hoffe, wir finden so 20er Metall Schrott heute am Strand vorne. Und ich darf Ding nicht vergessen. Sand, also ich muss Lehm machen für unseren dritten Schmelzofen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Da kommt er. Okay, jetzt ist die Frage, ob der dreht oder ob ich ihn erwischen darf. Müsste eigentlich hier rausgekommen sein. Da ist er. Erwischt habe ich ihn, ne? Aber er lebt noch. Jetzt ist er da. Da kommt er jetzt langsam wieder hoch. Das war nix. Ja, das ist halt das Problem. Wenn er unter das Floß geht, hat er jetzt eine sichere Zone. Sei ihm aber gegönnt. Da ist er. Da ist er gerade gewesen. Jetzt sehe ich ihn leider nicht mehr. Nicht mal sein Schema. Das heißt, er kann jetzt wieder überall sein. Hier hat er auch wieder gebissen. Haifisch. Zorgte, Bursche, zorgte. Ich hopfe aber gleich wieder rein, sobald es hier mit dem Leben sich eingestellt hat. Tja, Leute, jetzt sehe ich immer wieder nicht mehr. Lalala, dafür klart es ein bisschen auf. Das heißt, unser Landgang wird auch gleich nochmal um einiges schöner. Servus, ist das schon nachgewachsen bei dir? Ja, du hast ja schon wieder deine Wolle. Dann sollte ich die Schere oben irgendwo in der Nähe vom Lama haben, dass ich sie immer gleich rausholen kann, ne? So, meine Lieben, das gehört halt dazu, dass wir jetzt den Haifisch suchen. Wir machen das alles routiniert, so dass wir heute, wenn wir den Anker wieder lichten, zufrieden sind, weil wir alles gekriegt haben, was wir wollten.
War er da hinten? Ich sehe ihn nicht mehr. Das ist halt bedauerlich. Ach, meine Blumen waren das. Ich dachte gerade, über was bin ich denn da drüber gestolpert? Tja, Leute, ich finde ihn jetzt im Moment nicht mehr. So. Das nimmt immer so viel Zeit. Die braucht man viel besser, wenn wir auf dem Land sind. Das nimmt uns immer so viel Zeit. Kleiner Dreckshaifisch. Oje, ich hab schon das Inselfieber. Hier ist er. Haha! Die Galle! Damit hast du nicht gerechnet, dass ich dich so erwisch heute, ne? So, mein Freund. Halt, den letzten haben wir gesagt nach dem Kopf. Den lassen wir erstmal weg, weil man hat dann ein bisschen mehr Zeit, bis er die spawnt, ne? Dann verzicht mal lieber auf ein Haifleisch, würde ich sagen. Ich muss allerdings kurz gucken. Der Puffy Muffy, wo ist denn der? Wo war denn dieses Dings? Also ich nehme an, dass das stimmt, ne? Wenn der Haifisch hier im Wasser liegt, bis der despawned ist, jetzt dauert es dann so länger. Leute, wo war denn dieses Schleimi-Teil? Das brauchen wir da. Da müssen wir jetzt hier reinhüpfen. Und dann gucken nochmal, ob ich den nochmal sehe, der Kollege. Oh, Scheiße! Jetzt kann natürlich sein, dass ich schon angearscht bin. Nee. Sieht manchmal aus, als ob er eine Brille auf hat, der Kollege, ne? Du musst schon richtig ausholen mit dem Bogen. Und noch einer verträgt da noch. So, er dreht sich gerade. Jawohl, meine Lieben. Routine stellt sich so langsam ein. Die Pfeile nehme ich natürlich wieder mit, so gut ich kann. So, mein Puffy. Dann würde ich sagen, bevor der Haifisch jetzt tatsächlich wieder kommt, fahren wir hier auch noch kleine Ecke rum, ne? 3, 2, 1 und ab dafür in die Tiefen. Ich brauche ja auf jeden Fall die Geschichte hier, ne? Lehm bzw. Ton, Metallschrott. Und nach Möglichkeit Sandsteine brauchen wir jetzt hier keine sammeln. Und da haben wir das dritte Floß mit ein bisschen Glück. Nehme ich natürlich alles mit. Ja, da war auch ein bisschen Schrott dabei. Hier liegt noch ein bisschen Schrott, Leute. So muss das sein. So lobe ich mir das. So, da haben wir soweit alles. Dann nehme ich mir noch Ton mit. Ich glaube nämlich, Sand haben wir tatsächlich mehr gehabt als Ton. Weil der Herr Alderle ja natürlich unheimlich viel Tonschalen machen musste. Ja, Diggerle, brauchst nicht schreien, wir sind schon oben. Zieh einfach ein bisschen Luft. Jetzt würde mich mal interessieren, ist der Haifisch, den sehe ich jetzt hier nirgends mehr, ne? Der ist jetzt tatsächlich auch despawned. Sonst wäre es ja cool, wenn wir den jetzt machen würden und dann der Timer nochmal zurückgesetzt werden würde. Wobei, Leute, ich weiß nicht, ob das so ist, ne? So. Jetzt guck mal hier noch so ein bisschen rum. Da einmal hoch. Du kannst ja dann nachher mit dem Speer dich verteidigen zum Fluss zurück. Weil ein bisschen was essen müssen wir, glaube ich, noch. So, hier hinten haben wir noch zwei Scherben. Da ist noch was. Das hole ich mir jetzt noch ran. Und dann gehen wir zurück. Unnötiges Risiko können wir ja vermeiden. So, wieder ein bisschen Ton. Vielleicht mache ich auch noch gleich Ziegel. Vielleicht machen wir uns gleich noch Ziegel, bevor wir wieder abhauen. So, ganz grob haben wir jetzt hier ein bisschen das Zeug abgefarmt. Da ist noch was. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Wir brauchen halt eine dritte Schmelze. Das hat sich der Alderle in den Kopf gesetzt und ihr kennt ihn ja. Wenn er dann was will, dann beißt er sich voll rein. So war er schon immer, das Alderle-Schwein. So, meine Lieben, das hat sich doch schon mal rentiert. Vielleicht gehen wir auch ganz kurz runter. Was heißt runter? Ich sage immer runter. Für mich ist das jetzt hier der Keller, ne? Für mich ist das der absolute Keller. Pass mal auf, weil dann können wir nämlich jetzt hier gleich das Ding durchjagen. Dann haben wir doch bestimmt auch noch irgendwas anderes, wie zum Beispiel. Nö, haben wir nicht. Aber ich müsste jetzt hier. Oh ne, Sand fehlt uns tatsächlich auch. Sand fehlt uns tatsächlich auch, Leute. Also dann pass auf. Dann mache ich erstmal ein Ziegel. Das hat sich mal sowas von überhaupt nicht gelohnt. Egal. Den bringe ich schon mal hoch zum Trocknen. Hallo Lama, bald bist du wieder fällig. Guck mal, den setzen wir jetzt hier direkt hin. So! Dann würde ich sagen, Hai happen, einen Pilz, aber ich habe diese Blume nicht. Die hätte man tatsächlich besorgen müssen. Dann mache ich einfach ganz normales Grillsteaks. Ganz normales Grillsteaks. So, sehr effektiv war das, ne? Den Haikopf müssen wir eigentlich wieder runterbringen. Scharwübbel. Wo war der? War der da hinten drin eher? In den Sonderkisten? Ja, tatsächlich. Ey, wir haben schon 17 Haifische platt gemacht. Kopfbrühe, Leute, ist ja schon wieder ein neues Rezept. Kopfbrühe habe ich mir noch keine gemacht. Ich guck mal, welchen Kopf der will. Oh, Kopfbrühe. Das ist so wundervoll. Wir machen uns eine Kopfbrühe.
Haben wir hinten noch Platz für Rezepte? Nee. Es sei denn. Ja, scheiße, muss ich sie woanders hinhängen. Aber wo? Wo eben mal? Pass auf, mach's anders. Geh ganz nah hin. Zieh dieses hier ab. Nee, eigentlich kannst du das abziehen, das wäre gescheiter. Eine Kopfbrühe, Leute. Wie sich's dann anhört, ne? Als ob man alles kaputt gemacht hat. Kopfbrühe. Ah, guck mal. Oh, Kugelfisch anrichten ist nicht ungefährlich, Leute. Und dafür brauchst du Milch. Zwei Köpfe. Oh, den machen wir uns, wenn wir abreisen. Wir haben auf jeden Fall die Köpfe, die Milch können wir. Wir haben alles. Machen wir uns, wenn wir hier die Dings verlassen, ne? Wie war denn das jetzt wieder mit dem. Jetzt habe ich es weg. Die FPS-Anzeige da oben, die nervt mich. So, Leute, lass mich kurz überlegen. Wenn wir jetzt auf die Insel gehen, wäre es sinnvoll, nicht alles von dem Zeugs mitzunehmen? Schalalala. Machen wir mal ein bisschen länger, ist eh eine Farmrunde. Teil 1 haben wir ja schon erledigt. Haifischblatt gemacht, Kugelfisch abgesahnt. So habe ich mir das vorgestellt. Die ersten Schrott haben wir auch schon gesammelt. Flabber mache ich jetzt hier rüber. Holz auch. Den Kopf lasse ich auf. Die Möwe bringt Federn, alles gut. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch kurz einmal Wasser richten, Leute, und dann können wir ab. Moment, so. Nee, das war falsch. Du musst so, so einmal einfüllen, dass wir gleich Wasser haben, wenn wir wieder kommen. Oben habe ich versorgt erst, ne? Da dürfte nichts sein. Das Schwein sehe ich da hinten. So, mein Freund, das müsste reichen für den ersten Spaziergang. Wie gesagt, die Inselrunde gibt eine schnelle Runde. Rauf, die Kisten gesucht, links und rechts. Und die Höhle. Die Schippe habe ich dabei, die müsste auch reichen für dieses eine Mal. Hier kann es natürlich jetzt sein, dass der Haifisch uns einmal erwischt. Im Moment sehe ich ihn noch nicht. Kurz raus hier, bevor er zubeißt. So, jetzt ist die Frage. Oh, sehe ich hier geschwind irgendwas, was ich brauche? Nee. Ich kann aber trotzdem mal kurze Taucherle machen. Hat doch Metallschrott. Und ich glaube, hier liegt Sand. Ne, das war Ton, das ist Sand. Ja, geil, Leute. Dann haben wir unsere Ziegel für den nächsten dritten Ofen. Haben wir uns auch verdient, ne? So. Kurz abtupfen. Alterle. Aber ich sag mir immer, bei kühlem Wetter kann es jeder. Wir ziehen es durch, oder? Wir machen einfach weiter, als wäre es nichts. Dafür gibt es die Tücher. So, guck mal. Das lohnt sich doch heute mal, oder? Muss man natürlich ein bisschen gucken, dass der Vogel. Brauchen wir eigentlich Flabber, aber das könnte man an der kleinen Insel holen, die Tage. Der Haifisch, wenn der jetzt da gleich kommt. Hier wäre halt Metallschrott, das hätte ich gern. Und wenn wir jetzt hier irgendwie eh schon hier sind. Die zwei Metallschrott noch. Wir fahren trotzdem außen rum später, ne? So, Leute. Komm, das reicht. Guck mal lieber, dass wir rauskommen hier, ohne zu sterben. Ich sehe ihn nirgends. Kann sein, dass der noch am Floß vorne heftet. So, Leute. Zack. Weißt du, ich habe mir überlegt, dass wir dann mit dem Floß hier vorfahren, weil da ist seichtes Wasser. Und da kriegen wir wahrscheinlicherweise auch noch ein bisschen Schrott gesammelt und Lehm und sowas. Und rein gefühlsmäßig würde ich sagen, wäre die Höhle hier. Großer Vogel hat gerade einen Schatten geschmissen. Ah, der flitzt da hinten rum. Dass wir hier noch abtauchen, dann später gemütlich. Zur Not morgen. Jetzt gehen wir erstmal in die Höhle geschwind rein, wenn wir sie finden. Ich meine, die wäre hier. Ich weiß nicht warum, aber vom Gefühl her, es wird schon wieder Nacht, ne? Wie schnell das dann geht. Hier ist sie irgendwo, guck mal. So. Erde nehmen wir natürlich mit, weil wir wollen ja auch noch mehr Wiese bauen für unsere Tiere. Die sollen ja voll ausgewiest sein. Wollen wir sie auswiesen? So. Okay, die Art kenne ich. Da gibt es nämlich meistens hier noch ein bisschen was. Warte mal, das war falsch. Verbraucht das jetzt nicht. Und denkt dran, hier kann der Hai durchaus auch hinkommen. So, Leute. Ja, dann gibt es jetzt halt noch eine kleine Nachtwanderung. Wir müssen irgendwie da hoch, denke ich mal. Ist da oben zufällig Dreck gerade? Nee, sah so aus, gell? So, pass auf. Wo ist der Aufgang? Normal ist doch bei so einer Insel immer noch ein Aufgang, ne? Hör das Schwein? Ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, Leute, aber ich mache jetzt die Höhle kurz fertig, oder? Hier, guck. Okay, das hat sich gelohnt. Weil die Pilze will ich auch noch mitnehmen. Das isst da halt so gern, weißt du? So, dann haben wir die Geschichte. Die. Dann fehlen uns jetzt noch die Kisten, die auf der Insel drauf sind.
Und der Tauchgang. Jetzt ist gerade die Schaufel kaputt gegangen. Sehr schön. Aber wir haben alles rausgekriegt soweit. Sei denn, hier liegt noch irgendwas, das ich jetzt übersehen habe. Was jetzt nicht ganz so tragisch ist. Und dann könnte man das Floß kurz umsetzen, oder? Und dann auf die Insel und dann morgen vor der Abreise nochmal hier abgetaucht. Dann gehen wir jetzt zurück und bringen die Sachen erstmal in Sicherheit. Denk aber dran, da war ein Schwein, ne? Da vorne läuft's. Ich könnte es natürlich hier aber auch platt machen eben. Guck mal her, das machen wir. Dann haben wir das alles in einem Aufwasch. So. Ich mach's mir dann natürlich nicht schwerer, als ich muss, ne? So. Ist nicht die Fähre, aber... immer nachspannen. Das war jetzt mit Vorhalten. Das mache ich normal nicht. Es kann sein, dass mich es einmal erwischt, weil ich es jetzt hier auch nicht sehe. Komm her. Okay. Jetzt sehe ich es nicht mehr vor lauter Staub. Okay, ins Wasser, ins Wasser. Nachziehen. Daneben. Ah, jetzt hat es aber verdient, oder? Jetzt haben wir es, Leute. Voll mit Pfeilen, das arme Ding. Und ich habe die Pfeile nicht bekommen. Ich habe sie nicht rechtzeitig abziehen können. Egal, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Ledervorrat. Da hinten ist unser Floß. Da läuft der Hühnle. Haha, Flitz, Flitz, Alterle, bevor ich dich hole. Aber wir haben ja Hühnchen genug, finde ich. So, kurz noch ein bisschen auf den Haifisch aufpassen, Floß umsetzen. Dann holen wir noch die Kisten raus. Tauchgang mache ich dann entweder vor der Folge oder ich hole euch während des Tauchgangs einfach ab. Ne? So, nehmen wir an, dass wir einen Biss kriegen. Nee, wir haben gut Glück gehabt. So, meine Lieben, dann gehen wir ganz kurz ins Lager. Wir verschwinden in den Eingeweiden des Floßes. Sand habe ich mitgebracht. Lehm habe ich mitgebracht. Oder könnte man eigentlich gleich Ziegel formen? So, verbollern wir einmal, würde ich sagen. So, Lehm rüber, beziehungsweise Ton. Sand haben wir jetzt tatsächlich wieder mehr. Die Erde, die müssen wir natürlich später mal separat irgendwann wegbringen. Da habe ich vorne noch mehr. Ich mache sie jetzt mal hier rein. Und weil wir hier gerade dabei sind, gönnen wir uns den Flabber. Tauschen wir hier einfach mal um. Dann mache ich das Kracherpulver hier hoch. Soweit klar. 4 Metallschrott. Wollen wir den vorbringen? Ah, guck mal hier. Ah ne, da habe ich das Plastik reingemacht. Den kannst du mal mitnehmen, den wirst du gleich noch brauchen fürs Umsetzen. Hier ist soweit alles klar. Die Schere will ich oben irgendwo lagern. Und hier, das muss ich halt noch in Ordnung bringen. Ne? Oh, was ich auch, das machen wir später mit dem Kochen. Zu viel gleichzeitig. Warte mal, wo haben wir denn das Leder hingeballert? Ich hatte doch noch Leder, ne? Hier ist es. Also nochmal 4 Lappen Leder dazu. Dann haben wir nochmal einen Schweinskopf. Das bringe ich vorne hin. Das kommt hoch in die Küche. Die muss ich aufsetzen. Dann haben wir es doch schon wieder. La, 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 li, la, la. Ich liebe das Spiel, ja, ne? Ich kann es nicht anders betonen. So, ich trink. Und nochmal. Jetzt müssen wir allerdings gleich nach unseren Viecherln gucken, ob die noch Wasser haben oben. Weil die Batterie gehen auch schon wieder leer. Das nehme ich jetzt mit für die Tiere. Das haue ich hier rein. Wahnsinn, oder? Wie die Routine langsam kommt und wir werden besser. Guck mal, jetzt haben wir schon 7 Stück. Können wir schon Nägel machen, ne? Die Kiste muss noch oben geräumt werden, fällt mir gerade so auf. Die Ziegel, die will ich jetzt oben gleich anbringen. Die Pilze noch weg und schon sind wir wieder aufgestellt. La, la. Farmründle, Leute. Klassisches Farmründchen. Zack, einmal pennen tue ich halt immer, dass ich ein bisschen was sehe, wenn ich dann hier unterwegs bin. Und Tres Ziegel, die hauen wir hier dazu. Und zack, dann Schere, Schöre, Schure ich gleich nochmal unseren Kollegen hier. Mein Freund, ich danke dir für deine Wolle. Danke für deine Wolle. Tolle Wolle. Wie sieht's mit dem Essen aus, Digga? 2 Haistick, würde ich sagen, und ein Pilzomelett. So, ein Haistick. Da hast du keine Dings mehr drunter gehabt, ne? Dann isst die 2 Kartoffeln noch. So, Leute. Zack.
Ja, ist ein bisschen neblig. Ich mag die Spaziergänge bei Nebel nicht so gern, aber was soll's. Wir nehmen das, was wir kriegen. So, den haue ich mir noch rein und nochmal Heistegle. Also essenstechnisch musst du schon einiges, ne, bis du da mal oben bist. So, meine Freunde, wie sieht's mit eurer Batterie aus? Bald leer, ne? Hab ich mal gedacht. Ja, da wäre noch Wasser genug drin. Ich fülle noch einmal auf. Bei dir ist dann natürlich mit der Batterie auch noch alles gut. Und bei euch dürfte mit zweimal Wasser auch die Welt in Ordnung sein. Danke, das nehme ich gerade als Bezahlung. So. Hier, das ist ja auch fertig, ne? Junge. Junge, Junge. So, die zwei Eier rüber. Das bleibt dann da. Die Wolle. Die Wolle kommt jetzt noch runter, dann gehen wir. Das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Ich hau die Wolle hier rein, wenn noch Platz ist. Nee. Lieber hätte ich sie beim Leder gehabt. Das war da, gell? Jo, dann machen wir es andersrum. Leder hier raus. Muss eher in den Verarbeitungstischen eingelagert werden. Wolle, Leder. Floß umsetzen. Das heißt, ich müsste mir eigentlich noch ein Paddel bauen. Es wird nämlich nicht ganz reichen hier. Einen Paddel. Vier Planken, sechs Kunststoff, zwei Seile. Wenn man halt alles hat, ist halt schon schön, ne? So ist ein Seil zu viel. Kunststoff. Also Holz. Und Kunststoff, hat er gesagt. Und die Paddels. Kunststoff wieder zurück. Holz wieder zurück. Vorübergehendes Seil hier rein. Und dann können wir ab. So, meine Lieben. Jetzt muss ich kurz mich orientieren und dann geht's los. Hier ist das Ding. In die Richtung will ich rüberfahren. Das heißt, ich ziehe den Anker hoch. Ich setze unser Segel unterstützend in die Richtung. So. Einmal außenrum fürs Tauchen, weißt du? Dass ich dann wirklich vom Floß runterhopfen kann. Dann brauche ich den Haifisch nicht komplett platt machen. Ich hoffe natürlich, dass wir den Vogel jetzt nicht ärgern. So, unterstützend wäre für mich aber in die Richtung mehr. Wir paddeln um die Insel rum. Was haben wir denn jetzt? Den Kugelfisch haben wir geholt. Wir waren ein bisschen tauchen an dieser Stelle hier. Wir haben das Schwein vom Leder befreit. Wir haben den Kracher geholt, genau. Und die Kiste unter Wasser. Ja, und jetzt flitzt man noch einmal über die. Und die Dings haben wir, die Pilze und die Erde. Okay, du hängst da fest, nur zur Info. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe das Gefühl, dass ich in die Richtung paddeln muss. Um mich dann in die Richtung zu befreien. Hat das jetzt geklappt? Ja, ich bin da hinten nämlich festgehangen. Kann ich das nicht komplett steuern mit dem Ding? Der Anker ist doch oben, ne? Doch, jetzt bewegen wir uns aber minimal, Alter, ne? So, und jetzt gleich hier so rüber. Vielleicht nicht ganz so krass. Okay, die kleine Paddel ist durch. Dann machen wir da weiter. Ja, ich weiß ja was, wir machen es anders, Leute. Ich sehe gerade, der Vogel zieht da seine Bahn. Ich guck mal, dass wir jetzt ganz nah dran kommen an den Felsen und dann steige ich von da hoch. So, ansonsten würde ich sagen, wenn wir morgen einsteigen in die Folge, bauen wir in unserem Turm weiter. Die zweite Ebene vom Turm, ziehen das Ding fertig und dann neue Batterien machen für die Lamas. Und dann geht's langsam schon an die Kombüse. Ja, das reicht, komm. Mach das Segel rein. Zieh den Anker runter. Bevor wir jetzt mit dem Vogel Ärger kriegen, das muss ja jetzt auch nicht sein. Soweit ist alles klar. Am Alterle geht's nicht schlecht. Der trinkt jetzt nochmal einen Schluck. Holt nochmal frisches Wasser. Wenn wir dann zurück sind, jetzt ist mal gerade ein Schweißtropfen ins Auge. Ist halt schon übel. So, komm, einen Schluck gönne ich dir noch. So, mein Friend. Zack, zack, das ist rüber. Paddel brauchen wir auch nicht. Hau mal ab, oder? Geh mal los. Erst die Inselrunde und dann tauch mal. Tauchen tun wir allerdings zeitlich gesehen morgen ist wahrscheinlich. So, guck mal, ob du da. Erstmal wieder raus an Land. Haben wir schon mal den Haifisch weg. Komm ja hier hoch. Ist ein bisschen steil, gell? Ja, also musst du außen rum. Ich bin gespannt, ob wir zwei Kisten finden oder nur eine. Jedenfalls ist das Schwein schon mal weg, ne? Gut, Melonen und Ananas, bevor ich jetzt drüber schlapp. Ah, da hinten ist schon das erste Ding. Da ist Hütchen. Haha. Melonen nehmen wir natürlich mit, wenn ich schon drüber laufe. Würde ich sagen, Holz und so lassen wir jetzt stehen auf der Insel. Zweimal Schrott. Hat sich schon gelohnt, dass wir sie gefunden haben.
Der einzigste Feind, den ich jetzt hier noch vermute, wenn nicht gerade noch ein zweites Schwein unterwegs ist, wäre der Vogel, ne? So, ich glaube, dass du hier nicht hochkommst. Komm, wir machen jetzt hier mal die Runde. Lalala, wer weiß, welche Tiere noch drauf sind, ne? Hier haben wir, glaube ich, abgegrast, richtig? Manchmal macht das so Hopfer, ne? Wo du denkst, nee, aber hier kommt da nicht weit. Und da hinten entlang will ich jetzt nicht. Dann werden wir hier links abbiegen. So, hier im Flüssel waren wir ja drin. Da habe ich aber noch einen Metallschrott übersehen. Und nochmal Lehm. Oder Ton halt. Sehr cool. Ja, da haben wir einiges übersehen. Das ist ja noch am leichtesten rauszukriegen hier, das Zeug, ne? So, Leute, ich nehme an, ich habe alles. Sehr schön. 5 Stück. Geschwind eingesammelt, ne? Das Wichtigste, was wir brauchen, sind ja die Metalldinger. So, meine Lieben. Da gehen wir jetzt hoch, links und rechts und dann haben wir's. Dann haben wir es bereits entdeckt. Das Holz brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Also ich nehme jetzt hier nichts runter, was ich nicht brauche, ne? So, meine Lieben. Hier sehe ich im Moment weder einen gescheiten Aufgang noch sonstiges. Und hier kommst du, glaube ich, nicht hoch. Also müssen wir tatsächlich da lang. Vogel hat noch keine Aggro. Schönes Geschichtle. Ich freue mich aber trotz allem jetzt schon wieder aufs Weiterbauen, ne? Guck mal, hier sind wieder Melonen. Die nehme ich natürlich mit. Palmen lassen wir weg. Beeren können wir mitnehmen, bevor ich jetzt noch weiter drüber laufe. Und hier oben ist wahrscheinlich nichts, oder? Außer Pflänzle. Dann gehen wir hier hoch. Da muss ich vielleicht die Leiter da hinten nehmen, durch die Höhle. Schauen wir gleich nochmal. Dann haben wir auf jeden Fall wieder Material eingesammelt für die nächste Ausbaurunde von unserem Flösi-Mösi. Sehr schön. Hier gehen die Treppen nach oben. So. Ah ja, komm, Eikiste ist bestimmt noch drauf, oder? Ich überlege gerade, nee, es reicht jetzt zeitlich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, vielleicht tauchen wir ja doch noch. So, hier sehe ich nichts, was ich will. Der Vogel hat uns jetzt aber gesehen. Eine Ziege! Eine Ziege! Aber Ziegen haben wir schon 2 Stück. Servus, du bist sicher. Tja, Leute. Vielleicht gibt es ja nicht zwingend immer 3 Kisten, wenn man unter Wasser eine hat. Doch, da hinten ist noch eine. Hallo, Little Bird. Ananas nehme ich dir mit. Ist das sowieso nicht? Beeren nehme ich mit. Ich bleibe mal in Bewegung, bis er geschmissen hat. Weil ich ihn jetzt gerade im Moment nicht sehe. Doch, da kommt er. So, er hat geschmissen. Ich schnapp mir das Zeug. Nochmal ein Schrott drin. Und Kopfbrühe. Das Kopfbrühen-Rezept verfolgt uns hier, Leute. So. Ich höre ihn gerade tatsächlich da unten seinen Stein holen. Komm, schmeiß. Und daneben. So, Alter. Zurück zum Floß. Zurück zum Floß. Oh, weißt du was, Leute? Wir können im Prinzip, jetzt muss ich mal gucken, Metallschrott haben wir ja ein bisschen. Jetzt holt er da hinten nochmal Stein, guck mal. Ich weiche aus. So hat nicht geklappt, ne? Vogel. Wir gucken erstmal, bevor ich hier großartig. Weißt du, hier liegt nämlich gar nicht so viel. Da vorne ist ein bisschen was. Da ist ein bisschen. Da ist noch ein bisschen. Ne, machen wir gleich mit. Und dann fliegen wir los, sage ich. Dann flitzen wir los. Und dann können wir bei der nächsten kleinen Insel nochmal anhalten. Da muss ich jetzt durchtauchen, hier ist klar, ne? Da ist ein Kugler rechts. Den hätte ich gerne. Kann sein, dass aber der Bogen mir nicht reicht, ne? Und außerdem ist der Haifisch unterwegs. Gleiches Spiel wie schon mal. Wenn jetzt der Haifisch dazukommt und der Vogel. Ne, Leute, das reicht uns. Cool, oder? Haben wir 2 Stück. Da war der Hai. Siehst du? Und jetzt gehen wir nämlich deswegen auch heim. Einen Biss kann ich nur aushalten. Da darf nur der Vogel uns jetzt nicht nerven. Dreh mal rum. Der kommt nämlich gleich wieder. Da hinten kommt er. So, tschüss.
Und ab dafür. Das hat sich rentiert. Insgesamt haben wir gerade 12 von den Dingern eingeladen hier. Sehr schön. Vogel ist da hinten. Haifisch ist auch hinter uns. Komm, wir gehen heim. Dann flitzen wir los. Nächste kleine Insel schnappen wir uns, Leute. Jetzt haben wir Nägel. Wir haben jetzt mit denen, die wir eingelagert haben, schätze ich mal um die 16 Nägel bis 20. Coole Geschichte. Wir werden Nägel über Fässer noch bekommen. Also tatsächlich Metallschrott über Fässer noch einsammeln. Propos Fass, das da vorne nehme ich mit. Dann machen wir weiter. Ich denke mal, dass wir morgen sehen werden, wie der Alderle den Turm fertig zimmert. Noch ohne Anstrich natürlich, ne? So, guck mal. Lass mal doch nicht liegen, oder? So Fessle. Alle. So kenne ich dich doch. Dann. Da-dam. Ah, es ist tatsächlich so ein bisschen das Feeling, als wenn man heimkommt. Schön. Leute, wir lichten jetzt gleich den Anker zusammen. Schnelle Inselrunde. Nach Bedarf gefarmt, würde ich sagen, ne? So, Anker reingeholt. Und aufs Meer zurück. Freue ich mich. Stopp, du musst links. Kennt sich auf dem eigenen Floß manchmal nicht so aus. Ey, wir haben mehr rausgeholt, als ich gedacht habe. So, pass auf, der Wind kommt von da. Würde ich sagen, bewegen wir uns auch im Strome. Ich nur mal gucken, geschwind. Ja, wir sind wieder on Tour. Habt ihr noch Gras? Sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Sie haben noch alles, Leute. Die fressen viel hier. Sehr schön. Vielen Dank, Insel. Das war eine sehr schöne Runde. Sehr ergiebig. Wir bringen ganz kurz unsere Dings noch. Das machen wir noch eben zusammen. Dann mache ich aus für heute. Und zwar unser explosiven Schleim. Zack, Leute. Das lohnt sich. Habe ich noch was für hier? Sehe jetzt im Moment nichts. Schön. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich zwei Schuss dann, ne? Hat sich rentiert. Meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr. Geht's weiter. Turm ausbauen, definitiv. Sobald der Turm steht, geht's bautechnisch dann weiter. Vorne mit der Kombüse, kleine schöne Küche. Beziehungsweise noch so einen kleinen, eine Art Terrasse will ich ja bauen über der Kombüse. Sodass wir hier oben drauf praktisch auf einer etwas größeren Fläche uns austoben können. Unten drunter wird dann gekocht, entsprechend auch mit Schränken und so weiter. Cool. Aber eins muss ich noch machen zum Schluss: Segel einholen. Ich lasse mich jetzt erstmal so ein bisschen in der Gemütlichkeit des Meeres treiben, meine Lieben. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.